Ein knackiges High Five in die Runde. Mein Name ist Adlerwache und ich begrüße euch auf meinem Kanal. Ja, Freunde, heute spielen wir die Somas, wie auch immer. Stufe 7, Premium-Zerstörer, beziehungsweise das aktuelle Feldzugschiff. Und was soll ich sagen? Ihr wisst ja, im Stream war ich noch nicht so ganz begeistert von ihr. Mittlerweile habe ich jetzt endlich meine Einstellung mit dem Schiff gefunden, weil mein Problem war einfach, ja, in welche Kategorie hätte ich sie denn gerne? Möchte ich sie gerne als Gandidi fahren? Möchte ich sie gerne als Torpedoboot fahren? Oder möchte ich sie doch eher als... ja, Hybrid fahren. Und das war eine schwierige Frage und da habe ich mich ein bisschen schwer getan. Muss aber jetzt sagen, so als Hybrid gefällt sie mir persönlich am besten. Wir schauen uns das gleich in aller Ruhe an. Ich würde sagen, wir kommen erstmal zum geschichtlichen Teil. Die Kennigung war am 27. Juni 1935 und die Indienststellung am 1. Dezember 1937. Sie war 116 Meter lang, 11,25 Meter breit und hatte eine Gesamtverdrängung von 2905 Tonnen. Die USS Somas war das Typschiff ihrer Klasse und es wurden 5 Schiffe gebaut. Am 6. November 1941 gelang der Somas gemeinsam mit dem Kreuzer USS Omaha die Aufbringung des deutschen Frachters Odenwald, der als US-amerikanisches Handelsschiff Wilmoto getarnt ca. 3500 Tonnen Kautschuk transportierte. Auch bei der Jagd auf die Blockadebrecher Anneliese Esberger bei St. Pauls am 21. November 1942 und Weserland im Südatlantik am 2. Januar 1944, die jeweils durch die eigene Besatzung versenkt wurden, war die Somas dabei. Im Mai 1944 wurde die Somas als Geleitschiff in den Nordatlantik abkommandiert und schützte im Juni, Juli des Jahres Schiffe, die den Ärmelkanal in Richtung Normandie durchquerten. Im August, September 1944 wurde sie im Mittelmeer bei der Invasion Südfrankreichs eingesetzt, wobei sie am 15. August 1944 das deutsche Geleitboot SG 21 und den deutschen U-Jäger UJ 6082 versenkte und bei einem Küstenbombardement durch feindliches Feuer beschädigt wurde. Danach nahm sie bis zum Ende des Krieges den Dienst als Geleitschiff wieder auf. Nach dem Krieg diente die USS Somas bis zu ihrer Außerdienststellung als Ausbildungsschiff. 1947 wurde das Schiff zur Verschrottung verkauft. Ja, Freunde, das war die Geschichte dieses wirklich schönen Schiffes. Das muss ich wirklich sagen. Optisch gefällt sie mir wirklich gut, ne? So von der Brücke her sieht es ein bisschen aus wie eine Benson. Und so ein bisschen, ja, ein bisschen Gearing-mäßig. Also alles so ein bisschen, ja, gemischt. Aber trotzdem, optisch mag ich sie wirklich gerne. Schauen wir mal an, was ich so in dieses Schiff eingebaut habe. Als erstes habe ich das Zielsystem Mod 1 drin. Als zweites das Steuergetriebe Mod 2 drin. Das würde ich euch auch wirklich empfehlen, weil sie hat schon, ja, so ihre Probleme. Also sie ist schon sehr träge. Sie braucht einen riesen Wendekreis. Da würde ich das Steuergetriebe schon wirklich nehmen, damit man halt wirklich, wenn mal einer Torpedos auf einen schießt, dass man da doch gut ausweichen kann. Dann habe ich natürlich das Tarnsystem Mod 1 drin. Und zum Schluss habe ich hier Feuerleitanlage Mod 2, weil ich einfach, ich möchte sie hauptsächlich mit den Guns spielen. Das muss ich ganz ehrlich dazu sagen. Ich habe sie wirklich mal versucht, als rein rassiges Torpedobötchen zu fahren. Das war einfach nicht meins. Das ist einfach nicht meine Spielweise. Macht mir persönlich nicht viel Spaß. Kann man aber mit ihr definitiv machen. Sie hat gute Torpedos. Die Erkennbarkeit ist nicht die beste, aber die Torpedos hauen wirklich rein und ihr habt halt drei Werfer. Also ihr könnt auch hier auf Torpedowerfer Mod 3 gehen, wenn ihr sagt, hey, ich möchte hier auf jeden Fall eine schnelle Nachladezeit haben. Wir hatten sie ja, die Torpedo-Nachladezeit haben wir auf 90 Sekunden, wenn ich es noch richtig in Erinnerung habe, runtergedrückt gehabt. Ihr könnt, Hauptbatterie würde ich nicht nehmen, 12%, das ist so gut wie gar nichts. Also da macht ihr eigentlich mehr schlecht als recht, weil die Turmdrehgeschwindigkeiten sind leider nicht so gut bei ihr und hier würdet ihr halt massiv nochmal die Turmdrehgeschwindigkeiten verschlechtern. Das würde ich nicht machen. Also wirklich Feuerleitanlage oder halt Torpedowerfer. Die zwei Sachen würde ich zum Schluss reinbauen. Kommt halt darauf an, wie ihr sie gerne spielen möchtet. Kommen wir mal zur Ausrüstung. Wir haben nicht wirklich was dabei. Wir haben Schadensbegrenzung dabei. Wir haben zweimal Nebelerzeuger dabei, den typischen amerikanischen, der 2 Minuten geht. Und wir haben hier Motorboost dabei. Das war's. Wir haben kein Sonar, wir haben nichts. Man muss aber fairerweise dazu sagen, ich glaube, mit Sonar wäre sie auch einfach zu stark. Hier muss ich wirklich mal meinen Hut ziehen. Das ist wirklich ein Schiff, was wirklich gut gebalanced ist. Also hier hat sich Wargaming wirklich, wirklich Mühe gegeben. Hier muss ich mich auch entschuldigen, dass ich halt wirklich die Ängste hatte, dass sie zu stark wird, weil sie eigentlich ein 10-Schiff wird. Aber hier hat Wargaming gezeigt, sie können es, wenn sie wollen. Leider machen sie es zu selten. Das muss man fairerweise so sagen, aber hier haben sie es wirklich richtig gemacht. Kommen wir mal zu den Werten. Überleben haben wir 28 Punkte, Trefferpunkte 17.300 und eine Panzerung von 3 bis 20 mm. Also ihr seht, wir haben schon mal ein bisschen mehr Trefferpunkte als die Fletcher. Die Fletcher hat, glaube ich, so um die 16.000 bei mir. Also sie hat schon mal ein bisschen mehr
Leben. Artillerie haben wir hier 4x227mm, eine Feuerreichweite von 11,5 Kilometer, was ich ziemlich gut finde. Eine Nachladezeit, ihr seht, ich habe sie echt weit runtergekriegt, 4,7 Sekunden. Und dann machen die ganz auch wieder richtig viel Spaß. Dauer von 80 Grad Kicker, 12,2 Sekunden, das ist halt so ein bisschen ihr Nachteil. Das merkt man auch, ne? Sie brauchen schon ein bisschen länger zum Drehen als bei rein rassigen Gun-DDs. Sprenger dann Höchststand haben wir 1980, da ist die Fletcher doch mal ein bisschen besser. Da habe ich bei der Fletcher jetzt so 2020. Brandwahrscheinlichkeit sind bei beiden 5%. AP-Granaten Höchstschaden ist bei der Fletcher auch wieder ein bisschen besser, haben wir hier 2310. Aber ihr dürfen hier auch nicht vergessen, wir haben hier 6 Rohre, die schießen können. Die Fletcher 1, 2, 3, 4, 5. Ne? So war es. Quatsch, 6 doch nicht, 8. Entschuldigung, 8 Rohre und bei der Fletcher sind es halt nur 5. Torpedos haben wir jetzt hier 3x4, 533, Entschuldigung. Eine Nachladezeit, ja, 130 Sekunden. Dauer 180 Grad, 6 Sekunden, Höchstschaden 17.900. Wie gesagt, könnt ihr auch noch, wenn ihr sie wirklich als reinrassigen Torpedoboot fahren wollt, könnt ihr das auch nochmal deutlich reduzieren. Und auch nochmal den Schaden hochnehmen. Torpedo-Erkennbarkeit 1,4 Kilometer ist nicht die beste. Torpedo-Reichweite 12 Kilometer reicht voll und ganz. Ja, 66 Knoten Torps ist jetzt auch nicht die schnellste. Könnt ihr aber auch nochmal auf 72 Knoten hochnehmen, wenn ihr halt den Cleaves drauf macht und eventuell noch den Fischi als Inspiration. Und dann gehen die auch ganz schön ab. Also wie gesagt, als reinrassiges DD-chen geht die auch... immer reinrassiges DD-chen. Reinrassigen Torpedo-Boot. Torpedoboot, Torpedo-DD, da geht sie auch schon ganz schön, aber mir persönlich macht's einfach keinen Spaß, bin ich ganz ehrlich, die Amerikaner sind für mich halt hauptsächlich reinrassige Gun-DDs oder halt Hybriden und ich mag sie als Hybrid persönlich einfach am liebsten, aber wie gesagt, das Geschmäcker sind verschieden, da möchte ich euch auch überhaupt nichts vorschreiben. Flugabwehr, das ist natürlich ihr Nachteil, 11 Punkte, klar, Vorteil ist natürlich, 1CV braucht extrem lange, bis er euch entdeckt. Ja, im Großen und Ganzen braucht ihr eigentlich die Flak nicht ausstellen. Ich mach's trotzdem auch immer wieder und das ist man einfach auf der sicheren Seite. Manövrierbarkeit, 38,6 Knoten Höchstgeschwindigkeit. Mir kam es im Stream einfach extrem langsam vor. Heute war es wieder anders. Heute sah das wirklich wieder ziemlich gut aus. Ja, 620 Meter Wendekreisradius ist halt jetzt nicht geil, ne? Also das merkst du. Also der Wendekreisradius ist nicht so geil und sie braucht halt, bis sie auf Fahrt kommt. Also auch das Motormodul wäre eventuell auch nochmal eine gute Möglichkeit bei ihr. Ruderstellzeit 3,5 Sekunden ist absolut in Ordnung. Tarnung, haben wir ja 95 Punkte, ihr seht schon, 6,1 Kilometer, keine Sorge, Freunde, kriegt jetzt keinen Schrecken, das liegt halt einfach an meiner Skillung. Ne? Wir haben jetzt hier 6,1 Kilometer, wenn ich jetzt den einen Perk wieder ändere, das gehe ich gleich drauf ein, wenn ich den Kapitän zeige, dann bin ich wieder bei 5,4, also sie hat einen typischen amerikanischen Tarnwert. Erkennbarkeit zur Luft 3,2 Kilometer und eine garantierte Erkennbarkeit 2 Kilometer. Panzerung brauchen wir uns nicht angucken, ihr wisst ja, die haben keine. Und dann schauen wir uns nochmal die Übersicht an. Andauernder Nebel erhöht Dauer der Nebelwand, breit gefächert, größere Breite der Torpedofächer und Geschütze im Überfluss. Eine große Zahl an Geschützen ermöglicht großen Schaden durch eine einzige Salve. Das stimmt. Also ich muss sagen, jetzt wo ich mich langsam mit ihr eingespielt habe, ich habe Navenga zum Beispiel permanent 3.000 bis 4.000 Schaden mit der HI gedrückt und das halt, ja gut, sie ist Breitseite gefahren, aber trotzdem, aber permanent und das hat der Vanguard richtig viel getan. Gut, RNG war auf meiner Seite, da habe ich dann halt auch mal Brände gemacht, wenn RNG nicht auf eurer Seite ist, dann kann es halt auch mal passieren, dass ihr halt sehr wenig Ertrag habt oder halt auch wirklich sehr wenig Brände rausteilt. Ihr habt es ja gestern oder vorgestern im Stream gesehen gehabt, da habe ich immer nur so im Schnitt 100 bis 300 Schaden gemacht gehabt, das hat mich ein bisschen genervt und schützig gemacht gehabt, deswegen habe ich jetzt mal das Mörser-Modul reingemacht beim Kapitän. Es ist, muss ich ganz ehrlich sagen, klar, ich fand es jetzt schon geiler, aber ihr verliert halt extrem viel Tarnwert. Und das weiß ich nicht, ob sich das wirklich rentiert. Weil ihr habt im Großen und Ganzen einfach nur 190 Schaden mehr bei HE und AP. Naja, bei HE, bei AP ist es ein kleinen Tick mehr, aber auch, glaube ich, nur 200 oder was. Also es ist nicht wirklich viel. Inspiration habe ich jetzt hier Erich bei und dann den Jerzy Swierski, um einfach doch ein bisschen Tarnwert zu kriegen. Weil, Freunde, überlegt mal, wenn ich die zwei nicht drin hätte, wäre ich vielleicht sogar bei 7 Kilometer Tarnwert. Und das wäre natürlich massiv schlecht. Ja, Basiswert haben wir hier keinerlei Verschwendung, ne? Reduziert die Nachladezeit der Hauptbatterie. Ihr seht jetzt minus 5,4%. Dann habe ich hier aufmerksamer Zorn. Ja, unsere Ruderstellzeit wird dadurch verschlechtert. Aber Erkennbarkeitsreichweite von Torpedos um 15% erhöht und die Nachladezeit hier nochmal um 8% reduziert. Hier habe ich, wie gesagt, Mörser drin, plus 10% HE-Schaden, plus 10% AP-Schaden, dafür halt aber 4% höhere Erkennbarkeit. Wie gesagt, es sind nur 190 Schaden, da kann man auf jeden Fall drauf verzichten und dann hier prüfenden Blick nehmen. Ich habe jetzt die Runde, die ich euch zeige, habe ich halt mit Mörser gespielt gehabt, deswegen bleibt es jetzt hier auch drin, nur dass ihr Bescheid wisst. Dann habe ich hier 1000 Schnitte, verringern die Nachladezeit der Hauptgeschütze von Zerstörern, sowie die der Secondary, also auch nochmal minus 8%. Dann habe ich hier Nebel über dem Wasser, um nochmal die Dauer der Nebelwand zu verbessern und auch nochmal den Wirkungsdauer zu verbessern. Und zum Schluss habe ich nochmal unaufhaltsam, um Nachladezeiten, Schadensbegrenzungsteam zu verbessern.
und dann hier nochmal Motorreparaturzeiten zu verbessern. Gut, also wenn hier, das ist der Passiv-Perk, wenn einer bei euch drinne ist, ne, habt ihr dann 50% schneller euer Schadensbegrenzungssystem wieder und hier halt Standard ist halt die Motorreparaturzeit besser. Ja, wie gesagt, wenn ich jetzt den Perk rausmache, wir machen jetzt mal prüfender Blick rein, haben wir, wir hatten eben 1980, wenn ich mich nicht irre, also 1800, ja, 100, 180 Schaden mehr nur bei der Springradar. Das ist nicht wirklich viel. Dafür haben wir jetzt wieder einen besseren Tarnwert mit 5,4 Kilometer. Also ich glaube, ich würde es erstmal rauslassen. Ich wollte es einfach mal testen. Mir hat es Spaß gemacht gehabt. Ich spiele sie, wie gesagt, gerne mit den Guns und ja, sie gefällt mir jetzt wirklich, wirklich sehr, sehr gut. Dann würde ich sagen, sehen wir uns gleich im Gefecht wieder. Bis gleich! So, Freunde, willkommen auf der Sumas. Wir sind hier Dreizack-Herrschaft unterwegs. Bekleidet werde ich natürlich wieder von Venom und Tannenberg. Wir haben eine Implacable, eine Massa, eine Bismarck, eine Vladi, eine Ashitaka, eine Amalfi, eine New Orleans, eine Friesland und eine Akatsuki im Gegnerteam. Für die Leute, die Montag den Stream gesehen haben, keine Sorge, es ist keine Runde aus dem Stream. Ja, ich hatte halt im Stream wirklich so meine Probleme mit ihr, bin ich ganz ehrlich. Ich wusste halt einfach, wie es im Infoteil schon sagte, nicht so richtig, wie ich sie haben möchte. Ne? Ich wollte sie gerne hauptsächlich mit den Guns spielen und das mache ich hier auch wieder. Und bin damit jetzt glücklich. Der Mordorf ist genau der Kapitän für mich, der ja jetzt maßgeschneidert auf die Somas passt. Ja, also sie macht mir jetzt mit den Guns wirklich Spaß. Die Torpedos können halt auch wirklich gut einreißen. Man kann sie wirklich sehr vielseitig spielen. Das mag ich sehr an ihr. Und sie ist wirklich gut gebalanced. Also das muss ich wirklich sagen. Sie ist wirklich geil. Und sie hat sich jetzt wirklich so zu einem meiner Lieblings-CDs auf Tier 7 entwickelt. Obwohl ich ja noch anfangs sagte, ah, ich weiß noch nicht so richtig, was ich von ihr halten soll. Sie ist nicht ganz einfach. Ja, so ein bisschen. Also man sollte schon DD-Erfahrung haben, sonst wird man mit ihr nicht warm werden. Also wer DDs überhaupt nicht spielt oder überhaupt nicht mag, der wird mit der Somas auch keinen Spaß haben. Das ist ganz klar. Der braucht den Feldzug sich auch gar nicht holen. Ich hatte heute zu meiner Frau schon gesagt, ich muss jetzt nochmal runter, mache jetzt nochmal eine Runde mit dem Schiffchen. Sie liegt mir nicht so. Doch, mittlerweile muss ich sagen, ist sie geil. Doch, sie macht mir wirklich viel Spaß. So, hier die Belfast, die neben uns steht. Die hat genebelt. Da werden wir uns mal dazustellen. Wir hauen jetzt hier mal einen schönen großen Fächer raus von den Torpedos. 12 Kilometer Reichweite ist natürlich ziemlich geil. Da es natürlich jetzt hier nicht unser Nebel ist, möchte ich natürlich auch Rücksicht auf die Belfast nehmen und ihr jetzt hier nicht im Weg stehen. Deswegen habe ich hier auch gleich wieder den Rückwärtsgang aktiviert, dass ich hier eben nicht im Weg stehe. Also es gibt auch noch ein paar Gentlemans, ne? Wie gesagt, das ist ihr Nebel und dann soll sie sich hier auch frei bewegen dürfen. Deswegen ziehe ich hier auch gleich den Rückwärtsgang, dass sie hier wirklich Platz zum Agieren hat. So, wir werden jetzt hier weiter auf die Ashitaka schießen. Ja, mit dem Mörser, da muss ich ehrlich sagen, den werde ich wahrscheinlich wieder rausmachen, weil die 100 Schaden mehr, die wir da machen. Ja, da ist natürlich dann der Tarnwert wirklich sehr schlecht. Ne? 6,1 Kilometer, das ist schon nicht ohne. Da würde ich mal wieder aufs Tarnsystem gehen. Was ich natürlich hier nicht merke, ist halt der Nachteil von dem aufmerksamen Zorn, dass wir hier wirklich nochmal eine verschlechterte Ruderstellzeit haben. Also das Ruder ist nach wie vor wirklich ziemlich gut. Es ist jetzt nicht so, dass man denkt, okay, sie ist so träge am Ruder, wie jetzt zum Beispiel bei den Deutschen, wenn man es da reinmacht. Also das geht. Ja, hier die Amalfi, da hätte ich natürlich nochmal schön mit AP drauf schießen können. Ich war aber leicht überfordert wegen den Torpedos hier. Erstmal aufpassen, dass wir hier nicht von einem Torpedo erwischt werden. Das sind noch mehr Torpedos von Amalfi. Ja, und dann ist die Amalfi auch schon raus. So, dann können wir jetzt natürlich vorrücken. C haben wir hier soweit erstmal überstanden. Das war auch die erste Runde, die ich mit ihr gespielt hatte. Wir werden zwar keinen Tagessieg bekommen, weil ich die allererste Runde dann KI gemacht hatte, weil ich einfach den Mordorf mal testen wollte. Was mich im Nachhinein dann natürlich ein bisschen geärgert hat. Aber ich habe dann 5-6 Runden mit ihr gespielt, hatten auch nochmal ein paar höhere Damage-Zahlen erreicht. Aber ich muss ehrlich sagen, heute war wirklich, wie soll ich sagen, es war so ein massives Gruppensterben. Also entweder hat unser Team absolut überzeugt und hat innerhalb von wenigen Minuten, 3-4 Minuten, das komplette gegnerische Team aufgeraucht. Oder halt genau andersrum, dass da wirklich nicht viel bei rumkam. Aber ganz ehrlich, Freunde, Schaden ist nicht alles. Also das hier ist wirklich eine Runde gewesen, das kann ich euch jetzt schon sagen, die wirklich geil war. Die auch sehr ausgeglichen war, auch wenn jetzt hier, ihr seht schon, zack, 3-3 ist es wieder ausgeglichen. Also das hat sich bis zum Schluss wirklich so gehalten. Das fand ich ziemlich geil, deswegen habe ich mich hier auch für die Runde entschieden. Auch wenn wir nicht viel Schaden machen werden, aber ihr werdet es dann auch an den Basis-AP sehen. Es war trotzdem eine sehr, sehr gute Runde. So, ich wollte jetzt hier erstmal bei C stehen bleiben, um natürlich jetzt hier C erstmal einzunehmen. Wie ihr seht, A ist umkämpft.
Da kriegen wir jetzt gerade keine Punkte mehr drüber. B gehört den Feinden. Und somit haben wir kein wirkliches, kein Cap gehabt. Wir brauchen Punkte, ne? Wir brauchen natürlich Punkte. Das gegnerische Team liegt vorne. Wir haben jetzt C eingenommen. Die Massa will nicht wirklich vorfahren. Die Massa bleibt da stehen. Die New Orleans haut jetzt wieder Gott sei Dank ab. Und da habe ich mir dann gedacht gehabt, ja, wir sehen es hier gerade auch, ne? Sie fährt wieder rückwärts. Das taugt nichts, also da brauche ich jetzt nicht Torpedos werfen, das wäre absolute Verschwendung. Und mit 130 Sekunden Nachladezeit, also über 2 Minuten, das ist dann natürlich auch ziemlich hart. Deswegen, alles klar, wir fahren jetzt hier in der Mitte durch. Wir müssen natürlich aufpassen, die New Orleans ist mit einer Akatsuki in der Division. Ich vermute mal, dass die Akatsuki da auch bei der New Orleans irgendwo in der Nähe ist. Motorboost ist aktiviert. Blöde ist natürlich jetzt, Überraschungsmoment ist jetzt im Eimer, weil die Flugzeuge uns aufgedeckt haben. Die Massa weiß jetzt, dass wir kommen werden. Das war ein bisschen blöd, weil ihr seht, ich habe ja die Flak extra ausgestellt gehabt. Gut, viel Flak haben wir sowieso nicht. Aber ich muss sagen, jetzt so als Hybriden spiele ich sie wirklich gerne. Klar, mir so ein bisschen fehlt mir schon das Sonar. Aber da muss ich ehrlich sagen, hätte sie Sonar, da wäre sie auch einfach zu stark. So wie sie jetzt ist, finde ich sie wirklich perfekt. Muss ich ehrlich so sagen. Ich finde sie wirklich perfekt. Ein toller DD, macht mir richtig viel Spaß. Und jetzt werden wir auf jeden Fall die Massa jagen. So, wir sind aufgeklärt. Deswegen gehe ich mal davon aus, dass hier auch die Akatsuki irgendwo ist. So, wenn ich das richtig gehört habe, hat die Massa gerade geschossen. Deswegen hoffe ich mal, dass die Massa die Türme auf der falschen Seite hat. Weil sonst kann es natürlich auch absolut nach hinten losgehen. Wir sind natürlich jetzt lange offen gewesen, dass sich die Massa neu positioniert hätte können. Hat sie aber Gott sei Dank nicht. Klar, die Massa hat eine böse eine böse Secondary. Da müssen wir natürlich aufpassen. Den Blackable geht auch noch auf uns. So, wir werden uns jetzt hier ein bisschen einnebeln, damit uns jetzt hier die Secondary nicht so auf den Senkel geht. Zack, 3 Torpedotreffer. Und zack, vernichtender Schlag und die Massa ist raus. Sehr, sehr geil. So, jetzt werden wir natürlich warten, dass hier der Brand und der Motor, die Motorbeschädigung ausläuft. Deswegen, klar, im Großen und Ganzen ist jetzt der Nebel absolut für ein Bobo. Aber wir werden jetzt erstmal so lange hier drinnen bleiben, damit wir hier erstmal warten können, bis der Brand aufhört und bis halt auch der Motorschaden wieder repariert wurde. Da werde ich mein Schadensbegrenzungsteam nicht für opfern. Zumal wir haben ja momentan sowieso nichts zu befürchten. So, wir haben jetzt ein Schiff mehr versenkt als das feindliche Team. Aber es ist trotzdem noch ziemlich ausgeglichen. Habe jetzt die Flak wieder aktiviert, damit wir hier auch ein bisschen... Okay, ich wollte es aktivieren. Damit wir hier Venom auch ein bisschen Flak-Unterstützung geben können. Wie gesagt, viel Flak haben wir nicht. Also eine große Unterstützung sind wir da leider nicht. Venom ist hier auch am Brennen. Der Tandem mit seiner schönen Prinz Eugen, das passt, sieht richtig geil aus. Ne? Zwei deutsche Schiffe da nebeneinander, das sieht echt geil aus. So, B ist eingenommen. Das haben die zwei gemacht. Also punktetechnisch sieht es jetzt wirklich gut aus bei uns. Ja, unser CV steht da. Ah, jetzt haben wir die Richelieu auch verloren. Akatsuki. Ah, okay, Akatsuki scheint doch nicht da bei uns in der Nähe zu sein. Die scheint doch unterhalb von uns zu sein. Ja, vielleicht war sie eben hinter uns, wo wir um die Insel rumgefahren sind. Das kann natürlich auch sein. Ist natürlich jetzt unser Nachteil, ne? Wir haben 6,1 Kilometer Erkennbarkeit. Also die Akatsuki geht deutlich später auf. 46.000 Schaden haben wir auf Duo. Erstes Blut und vernichtenden Schlag haben wir als Medaille. So, da ist noch eine Friesland. Kommen wir natürlich gerade jetzt nicht drauf. Fahren jetzt hier Richtung A, um natürlich das A-Cap auch noch einzunehmen. Damit die hier wirklich überhaupt keine Punkte mehr kriegen. Damit sie auf jeden Fall nicht nach Punkten entschieden werden kann. Aber sehr ausgeglichenes Match. Wirklich sehr ausgeglichenes Match. Zack, Nice ist jetzt auch raus. Also wir liegen jetzt sogar hinten. Zack, Implacable auch raus. Oh, 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 Freunde, jetzt geht's natürlich an den Kragen. Jetzt geht's natürlich an den Kragen. Aber wir drei sind halt auch noch, was die Lebensanzeigen angeht, wirklich gut aufgestellt. Also die Brandenburg hat noch recht viel Leben. Und der Tannenberg hat auch extrem viel Leben. Und sagt, Implacable ist da komplett raus. Und es sieht auch schon wieder besser aus. Ne? Aber sie haben halt auch noch zwei DDDs. Die dürfen wir nicht unterschätzen. Gerade eine Friesland im Gunfight, das kann böse enden für uns. Das kann wirklich böse enden.
Wir haben halt nicht die Nachladezeit von einer Friesland, aber die Friesland hatte dafür halt auch nur zwei Geschütze. Also es ist im Großen und Ganzen schon so ein bisschen ausgeglichen. Und wir haben natürlich auch noch drei Torpedowerfer. Also wir können dann auch noch mal eine Wall of Skill raushauen. Das werde ich auch gleich machen. Ah, Friesland hat ungefähr genauso viel Leben wie wir. Torpedos to port. Da kommen irgendwo Torpedos. Ja, das sind die Torpedos von Akatsuki. Also Akatsuki ist links von uns. Jawohl, gehen schön an Venom vorbei. So, da ist noch die Flooddy. Oder das ist mir alles klar. Wall of Skill muss einfach sein. Schön in den Nebel rein. Mal schauen, ob wir damit die Friesland überraschen können. Ah, komm, da ist die Akatsuki. Die hat natürlich höhere Priorität als die Flooddy. Die Flooddy, das wird die Brandenburg schaffen. Da brauchen wir uns nicht drum kümmern. Wir werden uns jetzt hier um die Akatsuki kümmern. Wollte jetzt aber erstmal noch nicht schießen, damit wir jetzt erstmal das Cap in aller Ruhe einnehmen. Jawohl, Cap ist eingenommen. Und jetzt gehen wir hier auf Akatsuki-Jagd. Ah, Torpedos sehen gut aus. Da gehen viele in den Nebel rein. Ah, der eine könnte treffen. Ja, und zack, die Friesland ist raus. Perfekt. Friesland weg, Vladivostok weg. Und jetzt sind wir hier wieder im Vorrücken, beziehungsweise am Gewinn. Wir haben die Oberhand, wir haben ein Schiff mehr. Ich glaube, Venom sagt nicht mehr ganz so gut aus. Ich bin mir aber nicht mehr sicher. Ich glaube, dass Venom gesagt hat, oh, viel Leben habe ich nicht mehr. So, die Akatsuki ist hier im B drinne, versucht B einzunehmen. Dann schauen wir uns das Ganze doch mal an. Und fährt wieder raus. Sehr interessant. Fährt wieder raus. So, ich bin gespottet. Sie ist auch gespottet. Das wundert mich. Also, sie scheint hier auch mit einem Gunbild rumzufahren. So, wir reparieren natürlich. Schießen jetzt hier weiterhin auf die Akatsuki. Akatsuki hat einen Motorausfall. Ah, da schießt natürlich noch die New Orleans von der anderen Seite. Deswegen nebeln wir uns jetzt hier auch nochmal ein. Weil wir wollen es natürlich nicht riskieren, dass wir hier versenkt werden. Weil viel Leben haben wir leider auch nicht mehr, ne? Das dürfen wir auch nicht vergessen. Gut ist, die Akatsuki hat eben erst getoppt gehabt. Also Torpedos dürfte sie jetzt eigentlich keine mehr haben. Und da sie Nebel gezündet hat, hat sie auch nicht den Torpedo-Nachladebooster drin. Also warten wir jetzt erstmal kurz ab. Bis die Jungs so ein bisschen aufgeholt haben. Weil ihr seht es auf der Minikarte, ne? Sie haben beide kein Schussfeld. Zu keinem von den beiden Schiffen. Das ist natürlich nicht so schön. Weil New Orleans kann uns natürlich auch mit der HI wirklich böse wehtun. Okay, Akatsuki schießt. Sie versucht jetzt hier uns zu beschießen. Das ist mir alles klar. Du willst den Kampf, dann kriegst du den Kampf. Und da ist die Akatsuki. Da ist die Akatsuki. Und zack, Akatsuki ist raus. Perfekt. So, jetzt sehe ich auch gerade, wir haben vier Schiffe. Wenn wir jetzt noch die New Orleans versenken. Oh, guck mal, die hat noch nicht mal mehr viel Leben. Und ich glaube, Tanne hat gerade auch gar kein Schussfeld auf die New Orleans. Dass wir hier uns wirklich noch den Kraken abstauben können. Na komm. Und zack. Der Krake ist auch noch raus. Dreadnought hat allerdings auch noch bekommen, der Venom. Und wir haben das Teil hier noch gewonnen. Sehr, sehr schöne Runde. Hat mir sehr viel Spaß gemacht. 60.205 Schaden. 5 Schiffe versenkt. 5 Zieltreffer mit den Torpedos. 3 Wassereinbrüche. Platz 1 mit 2.830 Basis-EP. Wie gesagt, vernichtenden Schlag fürs Blatt und den Kraken freigelassen. Und haben hier 238.384 Credits gefahren. Fazit zum Schluss. Sie ist ein wirklich toller DD. Also sie ist nicht zu stark. Sie ist nicht zu schwach. Sie ist wirklich gut gebalanced. Man kann sie wirklich sehr vielseitig spielen für Leute, die sagen, okay, ich mag halt wirklich rein Torpedo-Skills, damit kann man sie fahren. Reines Gun-DD würde ich eher nicht so machen, obwohl wir jetzt halt auch wirklich rein eigentlich auf die Guns geskillt haben. Dann hat man halt wirklich eher den Vorteil, dass man dann wirklich eher ein Hybrid ist, aber ein rein rassiger Gun-DD ist man im Großen und Ganzen jetzt nicht. Dann ist man wirklich ein guter, solider Hybrid und ja, sie macht wirklich viel Spaß. Also für Leute, die DDs lieben und gerade auch wirklich ein bisschen was anderes haben wollen, die sind mit der Somas wirklich, wirklich gut bedient. Ich hoffe, es hat euch gefallen und dann sehen wir uns die Tage wieder. Bis dahin, euer Adlerwache, macht's gut!